Hallo liebe YouTube-Freunde, wir sind mal wieder auf dem Möhnesee. Ich habe einen neuen Gast an Bord, den Michael, der hier ganz aus der Nähe kommt. Michael hat noch nie einen Hecht gefangen. Das heißt, meine große Aufgabe ist es heute, Michael zu seinem ersten Hecht zu führen. In den letzten Videos, seht ihr hier oben eingeblendet, habe ich euch gezeigt, wie man pelagisch bzw. mit Dropshot-Montagen Marennen und auch sehr großen Hechten nachstellen kann. Das ist sehr viel Echolot-Angelei und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie das auch anders funktionieren kann. Anders heißt, Wurfangeln ist ja eine sehr schöne und überraschende Angelei. Köder durchs Freiwasser ziehen ist aber nicht jedermanns Sache. Und der Michael macht das zum ersten Mal. Der geht sonst vom Ufer aus angeln. Der hat also eigentlich gar keine Hechterfahrung. Er hat noch nie ein Hecht gefangen. Und wir fangen hier jetzt quasi bei Null an, unter sehr schwierigen Bedingungen. Denn Michael muss im Freiwasser angeln. Er hat, glaube ich, auch schon mal am Rhein geangelt, also mit Gummifisch am Rhein. Dann hat er also auch schon mal so ein bisschen Jiggen gemacht, mit Bodenkontakt, so zickzack über den Bodengrund. Aber das zählt hier alles nicht. Hier ist also Freiwasserangeln angesagt. Wir haben immer noch diese kleinen sterbenden Marennen. Wir angeln also auch mit sehr winzigen Ködern, die also dann ja weniger als fingerlang sind. Und diese kleinen Köder sind jetzt tatsächlich die Hauptbeute. Und ob uns das gelingt, das werden wir jetzt mal sehen. Wir werden also probieren. Wir werden also mit verschiedenen Ködern dann hier im Freiwasser umherangeln und wir werden versuchen, also die sterbenden Marennen zu imitieren. Das weiß ich aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass also richtig schnelle und wilde Köder gar nicht gut funktionieren. Ich habe sehr viel Respekt davor, denn wir haben mal wieder einen richtig heißen Tag. Es ist wirklich wieder sehr warm geworden. Das Gute ist, wir hatten in den letzten Tagen recht windiges und auch kühleres Wetter. Die Wassertemperatur ist also 2-3 Grad runtergegangen. Wir haben sogar Neumond, das heißt auch eine sehr günstige Mondphase. Und eigentlich sind die Bedingungen ganz gut und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Fisch dann an die Leine kriegen. Ob uns das gelingt, werdet ihr heute in diesem Video dann sehen. Die Strategie ist jetzt relativ einfach. Losfahren, mittendrin im See dann gucken, wo sind die großen Fischschwärme, hier die kleinen Futterfischchen. Und wenn du viel Futterfisch siehst, dann brauchst du eigentlich gar nicht weiter zu suchen. Da wird dann geangelt. Ne? Und wenn du dann mal, so wie jetzt gerade im Moment hier wieder, keine Fische mehr drauf hast, dann fährt man einfach ein Stückchen weiter, bis man wieder Schwärme drauf hat und dann wird wieder geworfen und geangelt. Also nicht jetzt irgendwie in Strukturen oder sowas denken, sondern tatsächlich mitten im See, im Freiwasser die Fische suchen. Die großen Hechte, die ordentlichen Hechte, die suchen keine Deckung mehr. Die sind also da, wo das Futter ist. Scheiße. Hast du gesehen, wie der hochkam? Guck mal hier. Da hier auf dem Echolot, siehst du das, ne? Der hat auch gebissen. Scheiße, den habe ich verpasst. Scheint jetzt die Beißzeit loszugehen. Scheint jetzt ein bisschen komisch. Der blöde Bayer, der fährt nur vor die Haustür, fährt hier 100 Meter raus und angelt dann. Es ist tatsächlich so, dass die besten und fischreichsten Bereiche hier vom Bootshaus bei uns bis zum Mäuseturm, vielleicht noch bis zur ersten Brücke sind. Das sind die tiefsten Bereiche und aus irgendwelchen Gründen mögen die kleinen Fische besonders das tiefe Wasser, ob da mehr kühles Wasser ist oder mehr Sauerstoff, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das Glück, dass wir im Hochsommer gar nicht weit fahren müssen. Da sind wir gleich rausgefahren, sofort im Fisch drin. Ne? Das ist ganz nett. Also nicht, dass du denkst, ich mache mir hier einen lauen Lenz und fahre deswegen keine große Runde.
So, den YouTube-Freunden müssen wir noch erklären, wie die Angelei jetzt vonstatten geht. Wir fischen mit relativ kleinen Ködern. Die sind am Tage dann eher so ganz natürlich blau oder violett mit weiß oder silbern. Gibt es also die verschiedensten Möglichkeiten. Mal ist Metallic ganz gut, mal sind also auch die normalen Farbtöne ganz gut. Und wir fischen auch ganz gerne dann hier so Fluorgrün, das funktioniert hier im Möhnesee auch sehr gut. Ich habe hier noch einen mit Schaufelschwanz. Also beim Wurfangeln, anders als die Filme, die ich euch vorher gezeigt habe, hier sollen unbedingt Schaufelschwänze dran. Die Köder werden ausgeworfen und werden eingezogen und dann muss also so ein bisschen Eigenbewegung durch den Köder kommen. Also Köder, so wie diese kleinen Marennen, die wir hier umherschwimmen sehen, dann eben groß sind. Nicht zu groß, auch für dicke Hechte, ganz wichtig. Und Bleiköpfe, das ist jetzt so die Gewissensfrage. Da richte ich mich immer nach dem Echolot. Wie tief sind die Fische jetzt unterwegs? Wenn sie ganz flach sind, dann kann man auch mal mit 7 bis 10 Gramm angeln. Heute haben wir sie so in 8 bis 12 Meter Wassertiefe gesehen, vielleicht auch mal auf 6, 7 Metern. Da habe ich also 17 bis 20 Gramm Bleiköpfe drauf. Das sind also dann die Köder. 2-0er Haken hier, Sichelhaken sind sehr gut oder 3-0er VMC Barbarienhaken in Kombination mit den richtigen Bleiköpfen ist also dann die richtige Montage. Ich habe auch hier wieder ein sehr kurzes Stahlvorfach. Das ist das ganze Stahlvorfach hier. Was ist das? 25 cm vielleicht. Dünnes 7 Strand. Und da vorne vor, weil unsere Fische haben Abitur, die sind sehr zickig, habe ich dann also so 2-3 Meter Monofil geknotet, damit die nicht den dicken Balken der geflochtenen Schnur durchs Wasser gehen sehen. Kurzes Stahlvorfach, von hinten sehen die Räuber das nicht so viel und dann eben Monofil vorne vor. Die Rute, ich habe jetzt hier eine leichte Spinnrute, das was man eigentlich zum Barschangeln nimmt, aber für diese kleinen Köder, die ich hier habe mit geringem Wurfgewicht, reichen also 30 Gramm Dicke aus. Kleine Rolle, 2 bis maximal 3er Größe oder 2000 bis 3000er Größe mit dünner, geflochtener Schnur. Ich habe jetzt hier eine Falcon Silk in 6, 7 Kilo sowas drauf. Und wie gesagt, Rute, 30 Gramm Wurfgewicht reicht auch da aus. Ich habe jetzt hier eine 240er, aber da könnt ihr dann wählen, was ihr haben wollt. Und damit geht es dann auf dicke Hechte. Michael, hast du noch Hoffnung oder hast du die Hoffnung schon aufgegeben? Ja, ich bin noch überzeugt davon, dass wir noch hier einen oder anderen Fisch rausholen. Einer war ja schon mal da. Ja. Also wir haben auch gesehen, dass neben uns gerade mal ein Hecht gefangen wurde. Also ein bisschen Hoffnung haben wir noch. Wird dann ein bisschen interessantes, sauerstoffreiches, erwärmtes Wasser in die Tiefe gedrückt und da stellen sich dann Butterfische und Räuber auch rein. Köder raus, kurz vorm Einklatschen ein bisschen abbremsen, schnell ein bisschen einkurbeln und dann mache ich den Bügel wieder auf und lasse hier so kontrolliert absinken. Jetzt so ein bisschen Gefühlssache. Wir sehen die Fische so auf 6 bis 10 Meter. 12 Meter Wassertiefe sollte der Köder ungefähr absinken. Wenn es ein bisschen mehr wird, ist auch nicht schlimm. Dann kommen 20 Meter, muss man gerade anhalten. Und dann kann man irgendwann die Rolle zumachen und entsprechend den Köder einholen. Dann wirklich so ein sterbendes Maränchen imitieren. Das sind also so kleine Fischchen, die schießen mal ein bisschen hoch, dann lassen sich wieder fallen, schießen wieder los, lassen sich fallen und nicht zu schnell, weil da sind zu viele
kleine Futterfische. Das muss aussehen wie eine ganz leichte Beute. Und dann hier, das kriegt man so hin, ein bisschen beschleunigen, dann wieder mal ruhiger werden, beschleunigen, wieder ruhiger werden. Und jetzt nicht einfach gleichmäßig durchkurbeln, sondern immer mal mit der Rute gleichzeitig mit Kurbeln dann ein bisschen beschleunigen, dann schießt der hoch und dann werde ich auch ganz langsam und lasse den wieder absinken. Bisschen langsamer wäre besser. Jetzt hast du gerade draußen, okay. Und jetzt den Einschlag. Gerade um uns herum wieder reichlich kleine Futterfische. Siehst du überall die hellen Flecken hier auf dem Lot? Die sind alle ganz dicht. Siehst du auch hier auf dem Echolot unter uns. Also wir haben unter uns und rund um uns jetzt richtig viel Fisch stehen. Vielleicht ist ja doch jemand da, der auch zum Speisen hier vorbeikommt. Wir stehen jetzt sogar sehr, sehr flach. Wenn du das mit heute Morgen vergleichst, da hing alles nur tief unten. Du erinnerst dich noch, da habe ich dir gesagt, Mist, die hängen alle unten, aber die kommen zeitweise hoch, jetzt sind sie oben. Das ist also auch ganz typisch Möhnesee, dass die also mal unten abhängen und jetzt ist tatsächlich Aktivität angesagt. Das sieht man jetzt sehr, sehr schön auf dem Echo.
Peter, was war das jetzt für eine Aktion? Ja, das war ein Biss, würde ich sagen. Das war ein Biss mit Fisch. Kamera ist ein bisschen später, ich musste dir helfen. Das ist Michaels allererster Hecht. Den Bügel entspannen, nicht da dran hochheben. So, dann holen wir raus. So, und lege ihn dir vorne schön hin. Der hat auf jeden Fall einen Meter. Supi. Und, schöner kleiner Köder. So ist das doch super. Krass. Für den ersten Hecht ganz gut, ne? Auf jeden Fall. Also es hat sich alles gelohnt. Michael, für den ersten Hecht hast du ganz schön übertrieben. Auf jeden Fall. Da sagen die Leute alle, die Fische beißen nicht. Und ja, du hast es auch gedacht, ne? Auf jeden Fall. Hammerfisch. Micha, was ist da mit deinem Köder passiert? Erzähl mal. Ja, guck mal, der ganze Snack ist kaputt. Der hat dir alles klein gerödelt da, ja, aber das kann beim Landen passiert sein. Mhm. Aber unterm Strich auch viel Schwein gehabt. Ne? Ich habe erst den Fehlbiss gehabt, der hat daneben gehauen, zum Glück. Und bei dir ist er dann hängen geblieben, auf den gleichen Köder. So gesehen, jetzt bin ich auch aus dem Schneider raus. Jetzt hat mein Gast gefangen, alles super. Richtig. Und wie fühlst du dich jetzt? Ja, richtig geil. Also das ist ein Erlebnis. So, guck mal, ganz abgerissen. Super, perfekt. So muss das sein. Deine Frau ist jetzt auch zufrieden mit dir. Auf jeden Fall. Jetzt kann ich beruhigt nach Hause fahren. Jetzt darfst du wieder nach Hause kommen. Die hat dir die Guiding-Tour geschenkt, ne? Oder ja, wie war das? Zu Weihnachten hat sie mir geschenkt. Ja, super. Dann war das doch ein geniales Weihnachtsgeschenk. Auf jeden ne? Fall. Du hast jetzt ein paar Tage nichts gefangen, warst ein bisschen frustriert und kommst in einer schwierigen Zeit zum Möhnesee. Das ist ja das Besondere. Ne? Aber im Möhnesee geht was auf jeden Fall. Ja, super. Freut mich sehr. So, wir sind jetzt weitgehend fertig und mich interessiert, wie es dem Michael gefallen hat. Michael, was sagst du zu dem Angeltag? Ich habe gesagt, wenn ich mit Uli keinen Fisch fange, dann werde ich meine Angelsachen verkaufen. Aber beim Hecht von 1,10 Meter hat sie das wohl erübrigt. Das heißt, du behältst sie jetzt noch ein bisschen, ja, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Das war Wurfangeln für Anfänger im Möhnesee. Ihr seid vielleicht erfahrene Angler und habt viel bessere Chancen, hier einen großen Hecht zu fangen, als Michael, der gerade bei diesem Video seinen allerersten Hecht fangen konnte. Das freut mich natürlich ungemein und man kann sich natürlich nicht darauf verlassen, dass man also immer sofort einen Meterhecht hier fängt. Der Möhnesee kann auch eine fürchterliche Zicke sein. Falls ihr das mal ausprobieren möchtet, falls ihr euer Glück selbst in die Hand nehmen möchtet, wir haben hier 8 verschiedene Leihboote für euch zur Verfügung. Wer das also möchte, darf sich gerne auch mal bei uns melden und ein Boot ausleihen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier mal wiedersehen. Im Moment sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like hier lassen. Falls ihr diesen Film als ersten seht, ein Abo-Button ist für regelmäßige Benachrichtigungen da, möglichst mit Glocke unten drunter. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Uli Bayer.